Salut et bienvenue bei einem weiteren Special Hors-Série von Fit für Franze, jetzt auch als Podcast der Franze Prof zum entspannten Zuhören. Ich bin Christian und unser Thema heute, Französisch eine gute Wahl? In diesem Video und Podcast zeige ich dir, warum du dich bei der Wahl der zweiten Fremdsprache keinesfalls auf die in der Schule vorgetragenen Argumente verlassen solltest, wie du stattdessen deine Entscheidung richtig fällst und was du unbedingt mitbringen solltest, um ohne Frust Französisch zu lernen. Allons-y, los geht's! Quelle Katastrophe! Nur noch etwas mehr als 15% aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen bei uns Französisch in der Schule. Französisch ist damit auf einem absoluten Tiefstand verglichen mit den Jahren zuvor. Und diese Nachricht, die schwirrte ausgerechnet zum 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags, des Vertrags zur deutsch-französischen Freundschaft, über die Nachrichtenticker. Ist denn jetzt, scherzhaft gesagt, zu befürchten, dass bald keine deutsche Influencerin mehr in der Lage ist, ihr Louis Vuitton-Täschchen richtig zu bezeichnen und dass jetzt vielleicht niemand mehr in der Lage ist, zum Beispiel in einem Restaurant ein Bœuf Bourguignon korrekt zu bestellen? Sitzen die Französischlehrer also bald nur noch vor so kleinen Grüppchen, von denen viele das Fach ohne Überzeugung gewählt haben, eher so aus Not? Und wenn sie dann nach 4 Jahren endlich Französisch abwählen können, dann sind alle richtig froh. Ich glaube, so schlimm wird es wohl nicht kommen. Aber die Frage ist, ist Französisch in der Schule wirklich eine gute und richtige Wahl, wenn es darum geht, die zweite Fremdsprache zu belegen? In unserem Nachhilfeinstitut, da kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Schüler und Schülerinnen zu mir, die keinen Zweifel aufkommen ließen, dass sie mit ihrer Entscheidung mehr als unglücklich waren. Wonach soll man also entscheiden, wenn es darum geht, nehme ich nun Latein oder Französisch? Sehr eifrig in der Bewerbung für Französisch, und das muss ich sagen, die sind da wirklich sehr, sehr engagiert, finde ich ganz toll, ist das Institut Français. Die reisen mit dem sogenannten France Mobile durch die Schulen und dort besuchen dann junge Franzosen und Französinnen in ganz Deutschland pro Jahr 900 Schulen und bewerben vor 60.000 Schüler und Schülerinnen auf spielerische Weise das Fach Französisch und zeigen einfach auf, was man mit Französisch so alles anfangen kann. Die machen das erstmal für die jüngeren Schüler ganz spielerisch, mit Chansons und Spielen. Das ist eine ganz tolle Arbeit und da habe ich großen Respekt vor. Weiterhin ist Französisch nach Englisch die meistgewählte Fremdsprache bei uns. Hier lernen immer noch 1,3 Millionen Schülerinnen und Schüler Französisch. In Latein und Spanisch sind es weniger als die Hälfte. Die Moniteure und Monitrices vom Institut Français berichten dann, dass Französisch sogar von 280 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesprochen wird, dass es nach Englisch die am häufigsten gelernte Fremdsprache ist, ja die fünftmeist gesprochene Sprache auf der ganzen Welt. Und du weißt vielleicht, neben Frankreich wird in Europa Französisch auch in Teilen Belgiens und in der Schweiz gesprochen. Außerdem ist Frankreich unser wichtigster Partner, insbesondere auch im wirtschaftlichen Bereich. Viele Unternehmen kooperieren, französische Firmen sind hier in Deutschland vertreten, deutsche Firmen haben Niederlassungen in Frankreich und ohne Zweifel macht es sich später bei der Berufswahl gut, wenn man neben Englisch zumindest im Lebenslauf auch noch schreiben kann, ich habe ganz gute Kenntnisse in Französisch. Aber diese ganzen Argumente, sind die eigentlich wirklich wichtig bei der Wahl, bei deiner Wahl für Französisch als zweite Fremdsprache? Und da sage ich klipp und klar nein. Wenn du dich für Französisch entscheidest, ist meiner Meinung nach viel wichtiger, dass du neugierig bist. Neugierig auf ein Land, auf seine Kultur und auf seine Sprache. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Warum macht dir Englisch Spaß? Du schaust dir gern mal Serien im Original an, hörst Musik auf Englisch. Vielleicht hast du sogar mal Lust drauf, eines Tages mal die USA zu besuchen. Einige meiner Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich mal ein Auslandsjahr in den USA gemacht oder planen es gerade auch so im Moment. Warum bist du neugierig? Du hast ein Bild vor Augen und du möchtest das einfach mal live erleben. Mach es! Und das ist oft der Grund, dass dir eben Englisch mehr Spaß macht als Französisch. Denn überleg mal, was weißt du über Frankreich? Gut, du weißt vielleicht, es ist ein besonders beliebtes Urlaubsziel. Vielleicht warst du schon mal da. Was fällt dir dazu ein? Gutes Essen, tolle Strände,
Süße kleine Dörfer gibt's da. Warst du schon mal in Paris? Es ist anstrengend, aber es ist auf jeden Fall toll zu sehen. Frankreich nennt man oft so einen kleinen Kontinent in Miniatur, denn vom hohen Norden bis runter ans Mittelmeer sind es mehr als 1000 Kilometer. Da gibt's riesige Weinfelder, die Alpen mit dem höchsten Berg Europas, super schöne Städte mit vielen jungen Leuten, die ich besonders mag, wie zum Beispiel Aix-en-Provence oder Montpellier. Und jede Region ist wieder ganz anders. Die Bretagne, das Elsass, die Côte d'Azur sind völlig unterschiedlich. Da ist nichts gleich. Ja, und wie glaubst du, sind die Leute da in Frankreich? Sind die entspannt? Ja, die legen Wert auf gutes Essen. Man trifft sich oft in richtig großer Runde. Familie spielt eine große Rolle. Freunde treffen. Und was denkst du, wie ticken die Jugendlichen in Frankreich? Haben die die gleichen Wünsche, die gleichen Hobbys, die gleichen Erwartungen wie du? Es ist auf jeden Fall mal spannend, einen Gastschüler oder eine Gastschülerin hier in Deutschland zu empfangen, um einfach mal die Unterschiede zu sehen und dann vielleicht auch mal rüber zu reisen nach Frankreich. Denn diese Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, die sind oft ganz lustig. Das kann richtig viel Spaß machen, denn diese Unterschiede, die fallen ja sofort auf. Zum Beispiel bei den Gewohnheiten. In Frankreich gibt man sich la bise. Na, man gibt sich Küsschen bei der Begrüßung. In Frankreich isst man zum Abend sehr viel später als bei uns. Man isst ganz andere Sachen. Und ein Franzose will immer unbedingt Baguette beim Essen haben. Da gibt es also viele lustige Gelegenheiten, viele lustige Gegebenheiten, die passieren können, wenn man mal die beiden Länder entsprechend vergleicht. Sei also neugierig auf das Land, sei neugierig auf die Sprache und geh mit dieser Einstellung an das Lernen von Französisch ran. Du wirst sehen, vieles wird dann einfacher. Wenn du zum Beispiel Englisch gerne machst, dann überleg mal, warum machst du Englisch gerne und was machst du in Englisch? Du sprichst gern Englisch, du spielst vielleicht auch mal gerne eine kleine Szene auf Englisch, ein kleines Rollenspiel, das du eingeübt hast. Vielleicht hast du einen Dialog mit deinem Partner auf Englisch zum Beispiel mal eingeübt. Super. Jetzt übertrag das mal auf Französisch. Hast du Spaß oder hättest du Spaß, dasselbe auch mal in Französisch zu machen? Dann wähl Französisch. Französisch ist grundsätzlich eine sehr klangvolle, eine schöne, eine melodische Sprache. Wenn du extrovertiert bist, Spaß hast an Kommunikation und mündlichem Ausdruck, dann wähl Französisch. Wenn du das Ganze aber abgrundtief hasst, wenn dir das überhaupt keinen Spaß macht, dann wähl Latein. Geh mit Spaß an die Fremdsprache Französisch. Aber wenn du irgendwie den Eindruck hast, du musst dich da durchquälen, dann lass es besser sein. Aber was solltest du außer Neugier und Spaß noch mitbringen, wenn du erfolgreich sein willst? Dazu gehören meiner Meinung nach unbedingt Disziplin und ein klarer Lernplan. Und das gilt für jede Fremdsprache. Das gilt genauso dafür, wenn du jetzt Spanisch lernen möchtest. Ganz klar gesagt. Es ist wichtig, richtig und regelmäßig Vokabeln zu lernen. Das ist einfach das A und O beim Fremdsprachenlernen, denn ohne einen Wortschatz läuft gar nichts. Du musst Redewendungen auswendig lernen, du musst Mustersätze aufschreiben und lernen und dazu gehört natürlich auch die Grammatik. Formen und Regeln zur Satzbildung sind einfach wichtig. Aber glaube mir, Französisch ist da nicht schwieriger, aber auch nicht leichter als andere Sprachen. Ganz im Gegenteil, Französisch ist in seiner Struktur sogar recht einfach und öffnet dir, wenn du es erst einmal verstanden hast, den Weg zu weiteren romanischen Sprachen. Denn wenn du mal Italienisch oder Spanisch lernen willst, dann wird dir das sehr viel leichter fallen. Klar, ich sage zum Beispiel auf Französisch, je n'ai pas compris ce texte, je ne l'ai pas compris. Wörtlich übersetzt, ich nicht habe verstanden diesen Text. Ich nicht ihn habe verstanden. Da muss man sich natürlich einmal erstmal dran gewöhnen. Dann geht das aber, denn die Regeln der Wortstellung sind eindeutig, die Regeln der Grammatik immer anwendbar. Ich erkläre das meinen Schülern immer oft am Beispiel der Objektpronomen. Ganz schlimmes Thema, hat jeder Riesenprobleme mit. Aber ich sage immer, wenn du einmal die Objektpronomen verstanden hast, die Stellung der Objektpronomen, dann kannst du das auf andere Pronomen anwenden und es wird immer dir gelingen, das richtig zu bilden. Französisch ist keine wirklich schwierige Sprache, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Man muss einfach nur dranbleiben und darf das jetzt nicht einfach nur so nebenbei betreiben. Das führt dann zu Frust und zu schlechten Noten. Interessant ist es natürlich immer, wenn ihr eine französische Partnerschule habt, das erleichtert auf jeden Fall den Austausch.
Es gibt gerade mit Frankreich sehr viele interessante Austauschprogramme. Da ist das deutsch-französische Jugendwerk die richtige Adresse. Es gibt zum Beispiel dort das Brigitte Sosset-Programm, le Programme Voltaire. Und wenn du wirklich Spaß an sowas hast, dann sprich einfach mal deinen Lehrer an. Ebenso kannst du, wenn du das möchtest, während deiner Schullaufbahn das DELF erwerben. DELF ist ein international anerkanntes Sprachzertifikat, Diplôme d'études en langue française, mit verschiedenen Niveaustufen. Damit kannst du später nicht nur deine Sprachkenntnisse in Französisch belegen, sondern sogar in einer französischen Hochschule studieren. Versuche auch so oft es geht mal mit Französisch in Kontakt zu kommen. Schau dir YouTube-Videos auf Französisch an. Schau dir eine Serie mal auf Französisch mit deutschen Untertiteln an. Und wenn du mal eine Stadt besuchst in Deutschland oder ein Museum, hol dir einfach mal den entsprechenden Prospekt auf Französisch und vergleich mal, was da dann so drin steht. Kauf dir mal eine französische Zeitschrift. Vielleicht ergibt sich ja sogar mal die Chance für dich, dass du mit einer Jugendgruppe eine Tour nach Frankreich machen kannst. Schau einfach mal, was da so bei euch in der Stadt und im Kreis angeboten wird. Vielleicht gibt es einen Sportverein, der sowas anbietet. Schreib mir doch mal gern unten in den Kommentar, ob du schon mal Französisch aktiv außerhalb der Schule anwenden konntest und welche Erfahrungen du gemacht hast. Das wäre doch vielleicht mal ganz spannend zu wissen. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn du weiterhin bei Fit für Franze bleibst und unsere Tutorials verfolgst, denn wir wollen dir schließlich helfen, dass du besser in Französisch wirst und dass du ohne Frust lernen kannst. Und wenn uns das nur ein klein wenig gelingt, dir die Angst, diese Hemmung vor der Sprache zu nehmen und dir zu besseren Noten zu verhelfen, dann haben wir sicherlich schon ganz viel geschafft und das macht uns sehr, sehr froh und zufrieden, super content. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und denk auch an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franze.